Hallo Frank! Hallo Yvonne! Herzlich willkommen in meinem Garten. Lange nicht gesehen. Okay. Ja, ich habe Yvonne de Barck heute eingeladen in meinen Hinterhof meines Hotels Park Inn, in dem meine Seminare rund um die Trainerausbildung von Gedankentanken stattfinden. Und heute ist Yvonne die Trainerin gewesen. Und wir machen heute ein richtig geiles Interview, fast eher Gespräch. Mhm. Passt das für dich? Ja, ich habe ja kaum Worte heute benutzt, 8 Stunden lang. Es ist bestimmt noch was übrig, eine Frau hat ja ein bisschen mehr Worte, ne? Und wieso? Laut Mythos. Ja. Es ist nur ein Mythos. Und wieso hat Yvonne keine Worte benutzt? Weil ihr Thema ist Körpersprache. Ich wollte mitmachen. Achso. Aua! Okay. Habe ich ja wie getan. Sprache. Yvonne de Barck ist Ende 30 und ist mal Schauspielerin gewesen und hat das immer noch tief in ihrem Herzen drin und macht ja das immer noch. Ich spiele ja immer noch. Einmal Schauspieler, immer Schauspieler. Stimmt, du spielst doch noch. Ja. Und hat sich jetzt sehr stark auf das Thema Körpersprache gestürzt, schon seit vielen, vielen Jahren. Hatte aus der Schauspielerei ganz, ganz viel gelernt, worauf es ankommt, wie wirke ich, wie erkenne ich denn, was die Körpersprache des anderen mir sagt, und gibt ihr Wissen in Seminaren weiter, so wie ich das heute erleben durfte, macht Coachings, ja, wo sie Schauspieler, Führungskräfte, Politiker, was auch immer. Ja gut, Schauspielcoachings mache ich nicht. Ich mache, ich adaptiere das von der Schauspielerei, um die Körpersprache für Führungskräfte, also im Business so. Okay, die wollen ja alle wissen, wen habe ich wirklich vor mir, was denkt der wirklich? Und da hilft ein Blick auf die Körpersprache natürlich schon gut. Und vor allem auch, wie wirke ich? Also wie kann ich was erreichen, wenn ich mich so oder so? Manche wollen einfach ihre Macken wegkriegen. Wir haben heute auch ein Mackenspiel gemacht. Wie fandst du das eigentlich? Ja, das fand ich toll. Vor allem war ich froh, dass man bei mir dass die Teilnehmer bei mir nur die Macke erkannt haben, die du mir vorher angedichtet hast mit den Kärtchen. Um das mal kurz zu erklären. Das Mackenspiel beruht darauf, dass man Muster erkennen muss. Ja. Also Leute, die zum Beispiel immer so machen, das ist ein Muster, das darf man in der Körpersprache nicht überinterpretieren, nicht fehlinterpretieren, nicht bewerten, genau, sondern das muss man einfach als Muster, okay, weg. Wenn sich dieses Muster ändert, beziehungsweise das Muster durchbrochen wird, wenn derjenige plötzlich aufhört, das zu machen, dann ist ein Moment, wo man hinschauen muss. Und dazu haben wir ein Spiel gemacht. Jeder hat eine Macke bekommen und wir durften sich unterhalten. Und dann wurde herausgefunden, wer hat eigentlich welche Macke. Was dabei herauskam, war nicht nur immer die eine Macke, die der andere hatte, sondern die ganzen anderen Macken kamen dann auch plötzlich zum Vorschein. Was sehr interessant war für den einen oder anderen. Durchaus. Ja, stimmt. Großartig, jetzt hast du ein bisschen geholfen bei der Vorstellung, das finde ich super, weil dann kannst du nämlich die erste Karte mit Bravour lösen. Was muss ich denn tun? Ziehen? Ja, zieh mal. Hast du mir jetzt die hingehalten, wie so ein Mentalist? Nimm diese Karte. Nein. Warte. Ey, sonst denken hier nur die Kollegen, das ist hier abgesprochen. So. Es ist noch nicht auf jeder Karte dasselbe. Jetzt hast du mir schon gesagt. Nein. Gib her, zieh mal her. Ja, und jetzt drehe ich um. Ich dreh mal um, da steht was drauf. Ach, bitte, so gut. Bitte wiederhole deine Vorstellung und zwar in 3 Wortsätzen. Ey, ich verstehe das nicht ganz. Also ich habe 3 Worte in einem Satz oder ja. Ich habe dann kommt der nächste mehrere. Satz. Also du hast unbegrenzt Sätze zur Verfügung und jeder Satz besteht nur aus 3 Worten oder Wörtern. Wichtigste Sprache der Welt. Yvonne schult das. Das bin ich. Achso, Autorin. Du hörst auf, wenn du auch ich darf auch einen Wortsatz machen. Mach. Autorin, Trainerin für Körpersprache, Mutter von 2 Kindern. Mutter, 2 Kinder. Zweierkinder. Ja, das bin ich. Yvonne de Barck. 40 Jahre alt. Und ich wohne in Fürth. In Fürth? In Fürth. Ja, ja, nächste Karte. Macht Spaß. Bei Porter. Importer. Importer, Exporter. So. Also nee, warte. Nimm halt deine Karte jetzt da raus. Importer. Kannst du nicht arbeiten.
Ich habe hier einen Moment mal. Was würdest du jetzt in diesem Moment am liebsten machen? Ich würde jetzt am liebsten echt gerne ein Bier trinken. Oh. Ich habe den ganzen Tag mit den Mund fusselig geredet. Ich habe versucht, da irgendwelchen Inhalt in die Leute reinzudonnern. Das hat echt Spaß gemacht. Wir haben Rollenspiele gemacht. Wir haben über Statusverhalten geredet. Ich würde jetzt am liebsten mit dir hier sitzen. Mit dir? Mit dir hier sitzen und mit dir über mein neues Buch plaudern, nämlich 1001 Date. Geiles, ja, finde ich gut, oder? Geiles Buch. Und ein Kölsch trinken. Kann ich das mal zeigen? Ich habe es nicht hier. Hast du es? Nee. Kannst du es einblenden? Hier. Ja, klar. 1001 Date. Ja, packe noch einen Link zu Amazon oder zu irgendeiner anderen Seite, die du brauchst. Zu meiner Seite. Ja, sicher. Wie immer zu meiner Seite. Seide. Seide. Seide an Seide. Oh, jetzt habe ich deinen Hintern gefasst. Ja. Hast du gar nicht. Ach, hast du nicht gemerkt? Ja. Lass mir den berühren, ne? Yes. Berühren. Das ist eine bescheuerte Übung, oder? Händedruck haben wir auch gemacht. Wie kann ich das Niveau wiederherstellen? Wie kann ich auf gleichem Niveau, also auf dem gleichen Level in das wäre übrigens wichtig, wenn er was schreit. Wenn mich jemand dominieren will, wie kann ich das auflösen, damit ich auf dem gleichen Level in das Gespräch reingehe? Wieso rutscht du denn immer weiter weg von mir? Ja, keine Ahnung. Der 8-Stunden-Seminar hinterlässt seine Spuren. Ja, das ist eine alte Kamera, die ist ohne Geruch. Die überträgt keinen Geruch. Okay. Ja, also, Yvonne. Wie kann man das Niveau wiederherstellen? Wäre jetzt auch eine wichtige Frage für unser Gespräch. Es ging gerade um Berühren und Händedruck. Es ging um 1001 Date. Nee, sag mal. Ja, komm. Wir machen noch so eine Frage. Wir machen nochmal eine Frage, die heißt, mach's gut. Ja. Ach, ist schon fertig? Ja, das heißt einfach, du sollst gut machen. Nehmen halt jetzt keine Frage. Jetzt gib mir halt die oberste. Wie würdest du das heutige Seminar mit einer Gestik, Mimik zusammenfassen? Gestik, Mimik, darf ich auch Körperhaltung? Mach Körper. Irgendwas. Weiter, nächstes. Großartig. Mein BH verrutscht. Ist dein BH verrutscht? Ja. Das heißt ja schon mal, du hast einen an. Boah, Alter. Ab 9.30 Uhr, um 9 Uhr ging das Seminar los, sind irgendwelche Sachen passiert. Kam nur noch alle Stunde kam eine schlüpfrige Bemerkung. Das Schneckenprinzip. Also instant Körpersprache lesen, das Schneckenprinzip, ne? Die harte Schale und die Schnecke zieht sich da rein zurück, wenn sie sich schützen will. Genauso sind wir Menschen auch und ab da wurde es schlüpfrig. Ja, weil du der Brüste gemalt hast. Das ist der Schnecke. Oh, Scheiße, hab ich's verraten jetzt. Brüste gemalt hast. Okay. Ich habe jetzt noch ganz, also da sind natürlich ganz viele Karten noch dahinter. Wir können sie mal inspirieren lassen noch. Magst du eine Karte ziehen oder magst du dir selber eine Frage stellen? Mag ich mir selber. Ja. Ich mach halt selber mit, sonst glaubst du ja wieder, es ist ein abgekatertes Spiel. Abgekatert. Wie würdest du das heutige Seminar mit einer Speise zusammenfassen? Das war ein Buffet, würde ich sagen. Ich habe mir immer das genommen, was ich wollte. Ich habe das ausgespuckt, was ich wollte. Bitte schön, nächstes. Ja, das fand ich auch sehr schön. Hast du das auch so empfunden? Ja, durchaus. Als du gesagt hast, jetzt kommt der Part, der mir Spaß macht. Das war nämlich der, wo du dich ins Publikum gesetzt hast und der Teilnehmer bei den Übungen gespielt hat. Sorry. Und? Ach, ja, das sind ja alles, Insider. Mir ist aufgefallen, da wo du die Pfütze aufgebaut hast, war dann das Statusspiel wirklich eine mit der Pfütze. Ja, war wirklich eine Pfütze. Auch wenn man noch eine Moment mal Frage. Oder gibt es vielleicht noch was, was die Leute interessieren könnte? Nein. Wie kann ich denn mit Körpersprache, das ist eine schräge Frage irgendwie, aber wie kann ich so selbstbewusst wirken? Ja, das müsstest du jetzt eigentlich mal sagen, weil du hast gerade 8 Stunden mit mir verbracht. Mhm. Was hast du denn mitgenommen, wie man selbstbewusst wirken kann? Ja, oh, ja, toll. Ja. Sehr gerne. Selbstbewusst wirken. Es gibt so ein Statusding. Ja, das machen wir jetzt nicht im Detail. Wenn ich das mit der Haltung. Wenn ich innerlich
Also für mich ist es sehr stark, wenn ich innerlich erstmal weiß, wer bin ich, was kann ich und was sind meine Ziele, wo will ich hin. Richtig, wir haben eine Charisma-Übung gemacht, Zack. Die war extrem gänsehautig. Bei dir auch? Ich habe Gänsehaut, ich hatte fast Pipi in den Augen. Ich hab's, das klingt jetzt so wuhu, ich habe es gespürt. Ich auch, ja. Aber ja, also eine Charisma-Übung, die echt unter die Haut ging. Ja, und dadurch haben wir verstanden, dass es darauf ankommt, erstmal zu wissen, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Stärken, dass ich gefüllt sein muss, dass ich nicht leer durch die Gegend laufen muss, sondern dass ich immer ein Ziel haben muss. Wenn ich ein Ziel habe, dann strahle ich das auch aus und das spüren die anderen. Ja, das ist mal das eine. Also das ist selbstbewusst, ja, das ist charismatisch. Das kommt von innen, ne? Und ich kann es mir auch über den Körper holen. Genau. Richtig, der Rückkopplungseffekt, erzähl mal was dazu. Der Rückkopplungseffekt, ne, ist ganz einfach. Man nehme einen orangenen Stift, auf dem yvonnedebark.de steht, und packt sich den jetzt. Das geht auch, oder? Einfach auf die. Ja, du kannst einfach so lachen. Einfach mal lächeln, 2-3 Minuten. Ja, reicht. Eine Minute reicht. Und auf einmal sagt der Körper dir: Ach, guck mal, wir lächeln ja. Dann scheine ich mich ja anscheinend ganz gut zu fühlen. Ja. Schon fühle ich mich gut. Oder ich mache halt die Idee hier. Ja? So wie du das Seminar jetzt zusammengefasst hast. Mhm. Ja. Und schon geht das auch wieder. Genau. Körper zum Kopf sagt, ach, wir fühlen das uns heißt, gut. Genau, das heißt, wenn wir lächeln, dann rückkoppelt das, das Gehirn schüttet einen Hormoncocktail aus und wir fühlen uns dann auch tatsächlich besser. Wir müssen dann lachen. Oder wenn wir uns groß machen, nehmen wir Raum ein und wirken selbstbewusst. Weil nur jemand, der Raum einnimmt und der sich groß macht, da denkt das Gehirn, okay, ich habe wohl das Recht, mich groß zu machen und hier Raum einzunehmen. Also muss ich ja ganz schön selbstsicher sein. Und bäm, fühle ich mich auch so. Ich habe die ganze Zeit die Arme verschränkt. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, komm zum Punkt. Wir haben auch viel gemacht über andere erkennen, andere Persönlichkeitsstrukturen erkennen, andere Statusverhalten erkennen. Wie kann ich denjenigen abholen, dass er sich gut aufgehoben fühlt? Und ja, es ging auch manchmal in Richtung Vertragssicherheit, also Abschlusssicherheit für die Vertriebler unter euch. Mhm. Wie kann ich dem anderen das Gefühl geben, dass ich sein Freund bin und dass er mir vertrauen kann und dass wir hier eine vernünftige Sache machen? Das haben wir auch gemacht in Rollenspielen. Wir haben sehr viel gespielt, wir waren sehr aktiv. Und also für mich waren das eher Experimente. Ja, für die Männer Experimente und für die Frauen ein Spiel. Ja, also diese Männer-Frauen-Klischees, die sind dann doch da immer wieder aufgetaucht. Es scheint sie zu geben. Ja, sind halt da, sind schön, oder? Ja, wäre ja schade, wenn es nicht so wäre. Ich finde das super. Bin ja auch ein Mann, weil das geht. Gut. Nein, du warst eine Prinzessin. Ja. Statusspiel. Er war Statusspiel. Eine Prinzessin. Meine Prinzessin, ja, wer ist gleich? Er war eine tolle Prinzessin. Das stimmt. Wir haben auch alle Komplimente gemacht wegen meiner schönen langen Haare. Okay. Ich wäre gedacht, ich wäre die Königin. Ja, Yvonne. Fass du mal das Seminar zusammen. Das ist 8 Stunden. Soll ich mal zusammenfassen? Soll ich mit zum Kärtchen machen? Du fasst das jetzt mal zusammen. Du hast 8 Stunden mit mir verbracht und mit der Gruppe. Die Gruppe war natürlich sensationell, weil alle richtig wollten und auch viele immer gleich auf die Bühne gekommen sind. Das ist schon bemerkenswert und auch richtig viel Lust hatten mitzumachen. Also bis zum Ende, jetzt mal ohne Witz, bis zum Ende war die Aufmerksamkeit bam. Ja, krass. Das war der Hammer. Ja, wirklich. Ja, ich stand vorne, ich habe es gesehen. Ja. Es hat keine geschlafen. Das war jetzt ein Witz, aber es ist wirklich die Aufmerksamkeit sensationell. Du bist dran. Fass das mal zusammen. Und lass dich nicht immer unterbrechen von mir. Was soll denn das? Ich habe halt, weißt du... Also. Komm jetzt mal. Also, es ist folgendermaßen. Ich weiß jetzt, wie ich Körpersprache besser lesen kann. Ja? Also ich weiß, kann jetzt schneller erkennen. Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist mir viel bewusster, wie der andere gerade so tickt. Ja? Ich achte jetzt da einfach mehr drauf. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so guckst, denke ich schon, okay, ist ein Anflug von Lachen, ja, ein bisschen, oder ist jetzt Schiss. Also böse. Viel mehr Wahrnehmung bei mir, viel, viel stärkeres Bewusstsein. Und das nächste ist dann auch für mich so ein Verständnis zu haben, wie wirke ich denn, wenn ich bestimmte Sachen mache. Ja? Und auch bewusst mal mich größer zu machen, wenn ich merke, ich mache mich jetzt gerade klein. Ja, wenn du jetzt, ja, du bist ja tendenziell eher ein dominantes Persönchen.
Das ist jetzt neu, ne? Okay, weiter. Okay, weiter. Ja, das ist aber so, wie es geht. Ja, und dann einfach mal mit Körpersprache zu gucken, was kann ich jetzt tun? Mhm. Ja, damit ich, wenn ich das ändern will, erstens bewusst machen und dann ändern. Mhm. Also, wenn ich zusammenfasse, ist es bewusst machen, Wirkung klar haben von mir, von anderen und dann ändern. Mhm. So, und das alles auf Körpersprache. Und vom Statusverhalten her auch, dass es vielleicht mal ganz wichtig ist, jemand, der nach vorne prescht und erstmal unangenehm wirkt, dass er einfach innen unsicher ist. Wenn ich jetzt zu dir sage, jetzt erzähl mir doch mal was, wie bist du dazu gekommen? Dann fühlst du dich ja ein bisschen angegangen. Das heißt aber nur, ja, das stimmt. Du spürst es ja. Das ist innen fühle ich mich unsicher, aber nach außen hin tue ich so, als wäre ich der dicke Larry. Nach dem Statusverhalten müsstest du mich jetzt abholen und müsstest jetzt mit mir die Bühne geben und mich erstmal in Sicherheit lullen oder mir das Gefühl geben, dass ich mich bei dir fallen lassen kann, dass ich mich wohlfühlen kann. So, das haben wir auch gemacht und ich fand das auch sehr spannend, was dabei rausgekommen ist, bei dem Statusverhalten. Ja, also wirklich für sich klar zu haben, hey, wenn ich innen drin so bin, wirklich weiß, was will ich, was kann ich, wo geht die Reise hin für mich, dann kann ich halt nach außen mich viel besser anpassen, ne? Und dann vielleicht mal ganz kurz, jetzt nicht so ducken, aber schon auf den anderen eben eingehen. Genau. Adaptiv, situativ. Situationsadaptive Authentizität. Das ist schön. Solche Wörter lernt man dann auch. Und die werde ich dann einfach in meinen aktiven Sprachschatz aufnehmen. Okay. So, Yvonne, wir kommen zum Schluss. Ich möchte ja auch, dass du noch ein Bier trinkst mit dir. Und und you. Zum Schluss, was möchtest du denn unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben aus der Welt der Körpersprache oder overall? Aus der Welt der Körpersprache ist ganz einfach. Wenn ihr euch dafür interessiert und auch für den Menschen, den ihr gegenüber habt, interessiert, schlage ich vor, dass ihr beobachtet. Ihr beobachtet andere. Ihr guckt mal vielleicht nicht in euer Smartphone rein, wenn ihr am Bahnhof wartet, sondern ihr beobachtet mal andere. Ihr beobachtet, wie die laufen, wie die gehen. Ihr schaut, wie wirke ich selber. Ihr beobachtet euch selber, wenn ich eine Emotion habe, wenn mich was beschäftigt. Wie wirkt das auf mich und welche Körpersprache habe ich gerade? Weil dann wisst ihr auch, wie könnte der andere sich fühlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unter Stress gerate, und ich mache mich zu oder ich nehme dann den Kopf zurück oder das Kinn runter. Und dann denke ich, oh, okay, was war jetzt? Ah ja, der hat mich gerade angepflaumt. Dann könnt ihr das sofort übertragen auf den anderen und dann kriegt ihr ein richtig schönes Gefühl. Also beobachten, andere, aber auch euch selber. So, das kann ich als Tipp mitgeben und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Besucht mich auf Facebook, Yvonne de Barg, oder auf meiner Homepage www.yvonnedebarg.de. Mhm. Ja. Super. Dann schreibt ordentlich und beobachtet. Und beobachtet. Okay. Yvonne. Tschüss. Wenn man mit dir richtig auf Augen. Diagonal. Also. Pass auf den Beckenabstand auf, ne? Tschüss.